wieder in der Analysis ein einfaches Problem, das wir hier am Oberlin-Seminar durchaus behandeln können, für sehr interessierte Schüler allerdings der Klasse 12. Es soll gehen um die Begriffe Konkavität und Konvexität und dann schließlich auch, wo liegen die Extremwerte. Also gegeben sind die beiden Graphen hier, die ich mal habe, und zwar der Graph der ersten Ableitung und der Graph der zweiten Ableitung. Das ist also der Graph der zweiten Ableitung. Und vom Graph der ersten Ableitung brauche ich die Nullstellen 1 und 3. Und der Graph der zweiten Ableitung, der hat an der Stelle 2 eine Nullstelle. Und das ist wichtig hierbei. Man gebe den Wendepunkt der Ursprungsfunktion an, wird verlangt. In welchem Bereich ist die Funktion f strikt konkav? Man könnte auch streng konkav sagen, beziehungsweise konvex. Ich will noch mal ein paar Hinweise geben. Die notwendige Bedingung für den Wendepunkt ist ja bekannt. Das ist, dass die zweite Ableitung von x gleich 0 ist. Der zweite Graph, das ist dieser hier, der zeigt die zweite Ableitung. Und zwar ist sie bei x 0, meinetwegen hier bei x 0 gleich 2 an der Stelle. Und somit hat die Funktion bei f von x gleich, also die Funktion f von x an der Stelle x0 gleich 2 einen Wendepunkt. Nun gilt ja auch, wenn f2 von x kleiner ist als 0, und zwar für x kleiner 2, das heißt f ist dann streng konkav. Also hier haben wir unsere 2 und wir betrachten den linken Bereich. Dann haben wir strenge Konkavität und wenn f2 gestrichen von x größer als 0 ist, für x größer 2, das heißt f ist dann streng konvex. Ich habe das hier noch mal ein bisschen dargestellt, vielleicht kann die Kamera das sehen. Nehmen wir mal an, wir haben hier eine Funktion, die etwa so aussieht. So, ja, wir haben hier den Bogen. Das wäre also ein konvexer Bogen und er geht bis hierher und dann, wenn ich von unten sehe, dann ist er konkav. Wenn wir den Punkt x0 nehmen, dann ist dort, wo der Wendepunkt ist, da haben wir hier ein Maximum. Das ist dann die erste Ableitung und das ist ja die Stelle 2, x gleich 2. Und die zweite Ableitung, die hat dann an der Stelle 2 einen Wendepunkt. Ja, also hier nochmal, Konkavität ist Konkavität nach rechts, die Konvexität nach links. Das haben wir hier gesagt. Wenn die zweite Ableitung, hier haben wir die zweite Ableitung, kleiner ist als 0 für x kleiner 2. Hier ist x2, da ist x kleiner 2. Also könnte man wieder von hier zu der gehen oder von der zu der. Dann sieht man, dass es tatsächlich einmal konkav und einmal konvex ist. Ich weiß nicht, ob man das hier jetzt so deutlich gesehen hat. Wir gehen noch ein bisschen weiter. Wir wollen nämlich nun die Koordinaten für die Extremstellen bestimmen. Das mache ich aber wieder mit Hilfe der allgemeinen Überlegung, der notwendigen Bedingung. Wir haben schon ein paar Mal gesagt, dass die notwendige Bedingung für eine lokale Extremstelle die ist, dass die erste Ableitung gleich 0 ist. In der Grafik vorhin 1 ist die Ableitung mit den Nullstellen x1 gleich 1 und x2 gleich 2 dargestellt. Und jetzt zum Überprüfen der Extrema vergleichen wir die Nullstellen mit den Funktionswerten der zweiten Ableitung.
Und das kann ich nur so machen. Ist wiederum f2 von x kleiner als 0, dann liegt bei x1 ein Maximum vor. Und ist f2' von x2 größer als 0, dann liegt bei x2 ein lokales Minimum vor. Das reicht erstmal aus für die allgemeine Darstellung. Ja? Hier habe ich nochmal gezeigt, wie das aussieht mit den konvexen Funktionen. Das wäre also eine konvexe Funktion. Hier haben wir im zweiten Bild eine konkave Funktion. Konkav, also die würde ich hier natürlich auch weiter, nehmen wir mal an, die würde hier weiterlagen und dann so vergehen und so verlaufen. Dann hätte ich hier konvex und da konkav. Oder mit den zweiten Ableitungen, wenn die zweite Ableitung größer ist als 0, dann streng konkav und ist die Ableitung, zweite Ableitung kleiner als 0, dann streng konvex. Mit nicht die Konkavität und die Konvexität betrachtet, dann spricht man unter anderem auch von Rechtskrümmung und Linkskrümmung. Ja, das haben wir übrigens auch mal gemacht. Okay, bis hierher.